Oh, hier hinten ist einfach. Ui, da ist eine Insel. Naja. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, auf dem Berg. Ich sehe dich rumlaufen und auf dem Berg ist eine Insel. Nee, das. Oh. Er nur wieder. Denk halt einmal nach. Nein, du weißt doch, dass das nicht so meine Stärke ist. Okay. Wieder fleißig Bäume pflanzen. Mhm. So, jetzt bauen wir hier auch auf einmal eine Treppe. So. Oh, ich glaube, ich kann die Karotten ernten. Soll ich es riskieren? Ja, warum nicht? Ja, wenn man es zu früh erntet, dann ist er gone forever. Ja, das ist natürlich wahr. Aber man kann aus Stone. Ach, man kann wahrscheinlich nur aus dem Pizza. YOLO. Ich hab's. Es hat funktioniert. Zwei Karotte. Die pflanze ich direkt wieder ein, hätte ich gesagt. Ja, genau. Die vermehren wir ordentlich. Und ich möchte dann auch gerne, also wirklich richtige Felder anlegen. Jetzt vielleicht nicht irgendwie unbedingt übermäßige Massen, aber schon so irgendwie, dass man die einzelnen. Hallo. Guten Tag. Die einzelnen Ressourcen so ein bisschen so anbauen. Ah ja. Da das liegt dein Oakwood. Super. Alter, das funktioniert heute ja so klasse. Haben wir eigentlich noch richtiges Essen? Ich habe nur Rotten Flesh. Ja und? Ist das nicht gut genug für dich? Das heilt mich nicht so geil. Oh, raw beef. Ja, du kannst den Weizen ernten. Und wieder neu ansäen wahrscheinlich. Ja, und dann kannst du Brot draus machen. Oder ich kann den Weizen abbrennen mit meinem Feuerzeug. Potenziell ja. Ich überlege mir das gerade mit der Terrasse hier und sollte vielleicht ein Geländerhaus rummachen, wenn ich mir das so angucke. Wenn du so überlegst, wer hier mitspielt. Ja, ich glaube, ich muss hier. Ich bräuchte mal eine neue Pickaxe dann. Pickaxe habe ich welche für dich. Das wäre voll cool, wenn du mir irgendwann mal eine vorbeischmeißen kannst. Ja, ich pflanze hier noch. Baue jetzt zwar erstmal einfach weiter, aber. So potenziell, wie gesagt, muss ich mir gerade mal Gedanken machen, ob wir da irgendwie ein Geländer oben rankriegen an dieses Ding hier. Wow. Zur Not Weidezaun einfach. Ja, ja, klar. Es ist aber rein so von der baulichen Voraussetzung hier schwierig. Da ist kein Rand, auf dem man den draufsetzen könnte, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ach doch, das geht sogar. Ui, das wäre ja ganz schön der Bunker. Geht sogar. Also jetzt, wo so mächtig ist, das Haus, da müssten wir vielleicht die Pfeile noch irgendwie schauen, dass wir was Massiveres herkriegen. Auf jeden Ach, Fall. Ivo! Ja, ich weiß ja nicht, was du für... Ja. Naja. Ja, nee, ich geb dir schon recht, dass er mir vorhin beim Setzen schon gedacht, dass das eventuell noch ausbaufähig ist. Iron Pickaxe, here you have. Thank you! Aua! Oh, es wird schon wieder dunkel. Kann ich irgendwie was tun? Je ne sais pas. Ja, klar, also irgendwas kannst du sicherlich tun. Stell dich einfach in Ecke und bau. Ja, genau, Brot. Brot tun. Du kannst Brot tun, wenn du möchtest, das ist richtig. Wieso habe ich eigentlich schon wieder so viel Scheiße in meinem Inventar? Das liegt Weed. An diesem Spiel. Was muss ich mit dem Weed machen? Du musst drei nebeneinander auf den Basteltisch legen. Ja. Holzebrot. Weil es wird ja nicht gebackenes Brot, sondern es wird mehr oder weniger zusammengeschraubt in Minecraft. Hervorragend. Na, anders kann ich mir das nicht erklären. Also hast bevor du eine Kuh getötet? Nein. Wo hast du denn das Leder her? Ich habe auch Rabbit Hide, also Hasenpelz.
Hasenlede? Wo ist denn jetzt? Sag mal, verarscht mich die Treppe oder was? So, dann hängt da eine, dann kommt da die erste hin. Oder? Ja. Ja, ist ein bisschen eichmassiv die Treppe jetzt, aber... Magst du ein Brot haben? Dann muss ich das da wegmachen. Ja, ich bin immer ganz gesättigt. Wie viel haben wir denn? 12. Naja, ist ja nicht schlecht, sag ich mal. Was sagst du hierzu? Oh, Treppe. Ist doch ganz geil. Okay, ich weiß nicht, also mir gefällt sie ehrlich gesagt nicht so richtig gerade. So rein von der Lage her ist er ein wenig ungünstig, wie ich finde. Ach so. Aber. Ich muss sagen, also. Es sieht vielleicht cooler aus, wenn wir es symmetrisch hätten. Da hätten wir zwar sau viel Platz für Treppe verschwendet, wenn wir es auch noch auf der anderen. Mitte? Wenn wir es auf der anderen Seite auch noch hätten. Ach so, naja, ich möchte ihn nicht vor dem Fenster haben, verstehst du? Ja. Und so hast du hier halt doch noch ordentlich Platz, was hinzustellen. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es besser aussehen würde. Wir bauen es erstmal zu, man könnte es ja jederzeit noch abändern, falls es irgendwie nicht gut aussieht. Ja. Dann kannst du mir mal ein bisschen Holzdinge geben, dann kann ich auch bauen. Ja, du hast doch, du bist doch der Holzmeister gewesen. Ich habe dir alles gegeben in deine vertrauensvollen Hände. Ja, da bist du aber selber schuld, hier unten liegt's rum. Ach, das ist ja das normale Holz, du. Naja, klar, und da unten steht der Basteltisch. Was hast du, wie heißt das Zeug, wo du gebaut hast? Diese kleinen Platten, das sind Oakwood Slabs, da tust du quasi drei Planks nebeneinander legen. Und daraus besteht unser Dach. Okay. So. Plupp. Gehen wir wieder hoch. Könnt ihr auch mal mit dem Zaun anfangen dann? Also mit dem. Ach so, das habe ich jetzt natürlich auch. Das habe ich natürlich auch verdrängt, dass das nicht geht, so. Weil, diese Slabs sind ja nur einen halben hoch. Na? Nur einen halben Stein. Mhm. Und da kann man keine Zäune drauf bauen. Oh oh. Ah. Müsste man quasi einmal hochsetzen und dann einen Zaun setzen. Dann kannst du obendrauf auch die Fackeln packen. Der Herr. So. So die Höhe hätte der Zaun dann quasi. Ja. Wäre halt sehr sicher. Hat dann sowas von Kinderlaufstall irgendwie. Ist doch genau das Richtige für uns. Wie findest du das? Findest du das zu heftig? Ach naja. Vielleicht, wenn man da noch andersfarbiges Holz hat, das man drunter setzen kann, sieht es vielleicht ein bisschen cooler aus. Das Birkenholz ist heller, das wir haben. Hab ich das? Nee, das ist nicht in der Kiste. Soll ich hier einfach mal ganz zumachen, oder? Hast du drüben schon die Schräge gebaut? Ja. Ja. Ja, mach mal ganz zu, würde ich sagen. Wow. Soll ich es mit dem Birkenholz mal ausprobieren? Ja, schau doch mal. Au. Schon wieder aufs Maul gelegt hier. Birchwood. Birdwood? Ach, ich habe sogar noch welches im Inventar. Oh, ich bin so unbegabt in diesem Bauen-Ding. Ja. Jetzt sag mir nicht, man kann die nicht aufeinander setzen. What the? Man kann keine Oakwood-Dinger auf Birkenslabs setzen. Andersrum, aber ja.
Aber was gehen müsste, ist, wenn ich so drüber nachdenke, dass man sowas macht. Was hältst du davon, was ich hier gerade gebastelt habe? Hervorragend. Was? So? Ja, ja, ist doch nett. Ja, I like. Alles klar, dann machen wir das so. Dann müssen wir den Rand, dann hacke ich den Rand quasi wieder weg und setze einen Stein dahin. Und dann, ja. Ich weiß es nicht. Also ich habe gerade, wir hatten es ja davon, ich bin ja eher der, also ich habe ja nur Minecraft Let's Plays eigentlich geguckt, ne? Mhm. Und dann geht's den Leuten, die spielen ja auch immer so, dass sie sagen, oh, und ich baue jetzt so ewig an diesem Ding rum, das muss doch irrsinnig langweilig sein. Und das sind eigentlich die Sachen, die ich mir persönlich immer am liebsten angucke dann, ne? Echt? Wenn irgendwie größer was gebaut wird, ja. Aber gerade habe ich halt auch dieses Gefühl, oh, das muss ja unerträglich langweilig sein gerade. Ja, weil wir gerade auch nicht so viel sagen irgendwie. Ja, es braucht halt doch ein bisschen Konzentration, dieses Bauen, ne? Aber ich vertraue da jetzt einfach mal drauf, weil also für mich persönlich ist das einfach das, was ich mir am liebsten anschaue auch. Ja, wird sich ja zeigen. Wer es nicht mag, kann es ja sagen. Schreibt es in die Kommentare. Wenn auch ihr Birkenholz habt, schreibt es in die Kommentare. Falls ihr YouTube kennt, schreibt das in die Kommentare. Ja, das laden wir nämlich nur auf Vimeo hoch. Ja, mache ich ja in der Tat gar nicht. Ich bin da ehrlich gesagt zu faul. Ich schaue auch kein Vimeo oder so. Also, ich mache ja auch andere Filmsachen jetzt abseits von Let's Plays. So hobbymäßig ein bisschen. Und dann muss ich sagen, ist Vimeo eigentlich technisch gesehen geiler. Okay. Weil du eine höhere Bitrate hast zum Video und solche Sachen. Aber die sind ja auch mit Urheberrecht nicht so assig. Naja, YouTube ist nicht assig, was das angeht, darf man nicht sagen. Es ist halt einfach, die sind da genauer auf jeden Fall. Also eigentlich ist es ja richtig so. Aber du erreichst halt einfach die Leute auch nicht über andere Portale. Ist halt, ne? YouTube ist halt YouTube, ne? Und Vimeo ist halt Vimeo. So kann man das zusammenfassen, glaube ich. So, ich hatte da irgendwo noch Fenpfeff? Ja, doch, ich finde, es sieht ganz gut aus mit diesem Stein unten drunter, oder? Ja, also. Hopsala. Dann haben wir eine offene Dachterrasse. So was, soll ich hier schon mal das wegkloppen am Rand? Ja, ich bitte dich. Was? Ja, ich bitte dich darum. Also die Reihe, wo du... Also nicht... Hä? Was? Habe ich jetzt missgebaut? Nö, ich habe das schon komplett außenrum gelassen, oder? So ein Streifen. Nee, hier nicht. Also das passt schon. Vorne, ja. Vorne gibt es den Streifen nicht. Ja, vorne ja, ist, ja. Wird er ja die Aussicht stören quasi. Alter, das hat mit unserer Lehmbushaltestelle gerade aber gar nichts mehr zu tun. Das ich fand die aber sehr gut in diesem Augenblick, wo wir sie hatten. Ja, ich fand die auch sehr heimelig. Aber das ist ja jetzt schon fast Architektur, was wir hier machen. Was du gemacht hast, ich habe ja nur Holz geschlagen im Wald. Ja, stimmt schon. Oh, nee. Aber noch... Was machst du denn? Was? Was du machst? Ich mache gerade Zäune für außenrum, noch mehr, quasi. Ich bin da schon wieder führungslos hier. Oh. Brauchst du einen Führer, ja? Ja. Ohne jetzt irgendwelche... Ja, dann, wenn du es rausgerissen hast, dann, dann hier. Das geht aber Hand in Hand. Das ist hier Akkord, ey. Bis einer unten liegt und blutet. Jetzt muss halt die Reihe hier noch raus, ne? Wessen? Die hier. Okay. Jetzt habe ich dir in den Rücken gehackt. Und ich habe massiv Schaden gekriegt gerade von irgendwas. Du. Was könnte das gewesen sein? Schreibt es in die Kommentare.
Jeep. Jeep, was? Billig. Ah ja. Engliziös, ja. So, jetzt komme ich mir auch vor wie unten im Schweinegehege, wenn ich oben rumlaufe, ehrlich.